So, da sind wir wieder zurück in Folge Nummer 10 und jetzt werden wir uns nochmal hier hinter bewegen. Aber diesmal will ich das anders machen. Und zwar zack. Da habe ich mir das Ding wie extra gekauft. 76 Schuss, Feuer frei und schön Schalldämpfer. Haha. Schön dreckig lachen erstmal eine Runde, weil jetzt gibt's Tote. Die Schnauze voll hier. So. Eins. Oh, da steht nämlich noch einer. Du hast mich nicht gesehen. Ich habe keine Lust, mich jetzt komplett hier durchzuschießen, aber wir werden es so machen, wie es geht. So. Zack, das war's. Zwei weg. Also zwei Kommunisten auf der Liste weniger. Positives für die Faschisten. Naja, was soll's, ne? Schaden kann's ja nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwas gegen Linke hätte, bitte. Keins denn. Das ist es nun nicht. Aber es ist nun mal die Aufgabe dieses Spiels, dass wir jetzt hier durch müssen, also. Ist es halt so. Dann töten wir jetzt halt erstmal ein paar Kommunisten. Und werden gleich ziemlich viel Ärger bekommen, deswegen. Ein bisschen weit. Wir müssen jetzt hier nicht schleichen wieder. Wir sind ja schon hintergeschlichen. So, dann schleichen wir uns mal nach vorne. Und bewegen uns in den Schatten. Leise voran. Also ab in den Schatten. Nochmal gespeichert. Dankeschön. Zack. Hey, Licht aus. Jetzt warten wir, bis die ganzen Leute hier vorgestürmt sind. Vom Wagen. Wir müssen ja nicht unnötig Aufsehen erregen. Und hier pfeifen uns die Kugeln der Front über den Köpfen hinweg. Das ist noch ganz dezent die ganze Zeit lang. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier vorwärts kommen im Dunkeln. Schaffe ich das von hier? Zack. Ein Licht ausgeschalten. Weil wir werden uns ja hier im Dunkeln bewegen wollen. Das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen dem Licht widmen. So. Ja, ich bin verwundet. Ja, bist du. Nein, nicht schon wieder. So, dann halt so. Ja, komm. Ey. Soll ich jetzt keine Munition mehr dafür? Soll ich keine Munition mehr für meinen Kalaschnikow? Das finde ich jetzt nicht witzig. Ich hab doch nicht verkauft. Keine Munition mehr? So. Soll ich sagen, da haben wir auf goldene Munition umgeschalten, die Sau. Nicht auf dreckige. Aber wir wollen ja die dreckige benutzen, nicht die goldene. Also das Gold, das wäre ja scheiße. Das merkt man. Oh. So ein Kackmist. Kann ich mich schon wieder tierisch drüber aufregen? Wegen so einer Sinnlosigkeit zu sterben. Ich hasse diese Zähne generell sowieso zum Brechen. Ich mag das hier nicht. Bin hier jedes Mal schon x-tausendmal draufgegangen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, es wird ruhig beim nächsten Mal nicht anders laufen, wenn ich hier lang laufe. Das heißt, wir werden uns jetzt mal eine ganze Weile hier kurz in Aufnahme damit beschäftigen, hier durch diese verdammten Zähne zu kommen. Ich verstehe das immer nicht. Ich sehe mich doch sonst nie. Jetzt haben wir das Licht mal angeschalten. Was soll's.
gibt es halt den Radikalweg. Wollte ich zwar jetzt eigentlich nicht unbedingt gehen, aber wenn es nicht anders übrig bleibt, nehmen wir halt den radikalen Weg. So. Ach, jetzt auch immer so tot. Danke, du Arsch. So, wir wissen, dass jetzt wir hinten rumstanden. War das jetzt Peter? So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, das wird nämlich jetzt ein bisschen arg viel von der Seite gleich. Weil, war ja auch nicht. Warum sollten wir auch nicht? Du kleine, verdammte, rote, etwas. Sparen wir uns die Schimpfwörter. So, kurz den Kopf geschliffen. Oh, die wollen auch heute einfach nicht sterben, wie sie sollen. Das ist schlimm. Ich gebe mir mal total gegen den Strich. Also wohl auf die Eier. Wortwörtlich. Da wird mir gleich ein schönes Feuerfecht von der Seite geben. Durch. Und da haben wir hin. Da steht ganz fies am MG. Ach, was ist denn? Mitten in der Nacht und ich kann nicht schießen. Es ist doch sonst nie mein Problem. So. Wieder einer. Steht der nächste. Was soll ich jetzt hier machen? Wo schießt ihr nicht? Wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann tut es mir wirklich leid. Aber manchmal muss das sein. Einfach mal für die Dummheiten, die man hier begeht. Das war schon wieder echt die absolute Härte auf morgen, ey. Toll. Und morgen noch wortwörtlich. Mann. Wisst ihr was? Fuck. Oh, das ist ein Selbstmord. So, Schnauze voll hier mit dieser kleinen Nummern, ey. Ey. Im Ranger-Mode hier durchschleichen, aber im Normal-Modus nicht vorwärts kommen. Totale Palalle. Palalle. Schönes Wort. Banane. Sonst schaffe ich das Sofa eigentlich immer ohne Probleme. Mann, ich hasse das. Ernsthaft. Nichts ist schlimmer als diese Szene. Ja, Licht anmachen wäre jetzt richtig blöd. Also selbst auf Lichtschalter zu tun. Die Lampen anzuschalten. Na, sind sie bald weg? So, jetzt. So, Licht 1. So. Jetzt haben wir den wenigstens schon mal. Ihr habt mich nicht gesehen. So, jetzt haben sie mich doch wieder gesehen. So ein paar dreckige... So, 10 Minuten wieder gespielt und wir verrecken uns hier durch diese Szene. Ich sag euch das, ich mag es einfach nicht.
Das ist für mich die schlimmste Szene im ganzen Spiel. Es gibt noch weitere schlimmere Szenen eigentlich. Und die spiele ich noch lieber als das hier. Mann, ey, ich könnte mich jedes Mal drüber aufregen. Vor allem, weil es irgendwie hier nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Sonst läufst du lang, nimmst die Lampen auseinander, wirfst darauf mit dem Messer auf die Kippen oben. Du kannst dich hier ganz gemütlich durchbewegen. So, was passiert? Wir wollen uns hier durchbewegen. Kommen aber hier nicht durch. Weil wir irgendwie es nicht schaffen, die Typen mit dem Schuss zu töten. Totale Banane, ey. So, jetzt der da. So. Der ist tot. Licht aus. Und gleich der nächste von der Seite. Mal noch eine Lampe aus. So. Also muss halt wirklich so durchzubewegen, jetzt leise. So, da steht wieder einer. Stand. Tot. So, sind schon fast vier weg. Ist der tot oder ist er jetzt nicht tot? Tot oder nicht tot, das ist jetzt hier die Frage. Eigentlich sollte das sein. So. Das Schöne ist, jetzt haben die nämlich da drüben das Flutlicht angemacht, wo ich gar keine Lust habe. Aber jetzt sehen die mich hier fast über das ganze Gelände. Ich müsste jetzt hier haufenweise Lampen zerschießen. Toll, und die gehen nämlich nie aus. Noch besser. Also nochmal von vorne. Langsames Durchbewegen. Wenigstens im Schatten. Versuchen wir es zumindest. Wurde ich jetzt beschossen? So, nochmal das Ganze jetzt. Und diesmal das Ganze richtig. Hoffen wir. Weil richtig gibt es hier irgendwie nicht, weil irgendwie komme ich schon wieder nicht vorwärts. Das ist scheiße. Ach man, ey, wieso muss das mal mir passieren? Immer in dieser Scheißszene komme ich nicht vorwärts. So, warum? Ich wahrscheinlich einfach zu blöd bin, richtig zu spielen. Weil die Waffe keinen Bums hat. Und die Kalaschnikow wäre das nämlich nicht das Problem. Apropos Kalaschnikow, finde ich für den Pell schon mal. Muss ich erstmal Vorsorge betreiben. So, jetzt. Der ist weg. Da ist das Licht aus. Der guckt so schön mit dem Visier hier lang. Und rennt weg. Toll. So, noch sind wir leise. Und bewegen wir uns hier irgendwie. Es war ein direkter Kopftreffer und die Idioten kippen hier um. Verstehe ich jetzt mal gar nicht gerade. Wieso sterben die nicht, wenn du denen auf dem Kopf stehst? Gut. Tragen auch einen Stahlhelm, aber. Das kann ja nicht immer das Wahre sein. Mann! So, der ist tot. Jetzt haben wir auch wenigstens noch keinen Alarm ausgelöst. Hoffe ich. Steht irgendwo noch einer. Ja, duck dich weg, du Arsch. Lebt der jetzt noch oder lebt der jetzt nicht mehr? Er lebt immer noch.
So, jetzt haben wir ihn endlich erwischt. Jetzt gucken wir mal ganz leicht, nicht, dass hier auf der anderen Ecke schon wieder einer wartet. So, da steht einer. Jetzt muss ich ganz leise hier doch noch die Lichter abschalten. Zack. So, Licht aus. Gleich noch auf der Seite hier. Zack. Zack. Damit es hier mal ein bisschen dunkler wird. So, da hinter der Mauer haben wir ihn. Der ist jetzt hoffentlich ein bisschen irritiert. Sieht uns nicht. Ja, aber ich sehe ihn gerade auch nicht mehr. Toll. Mann, das gehen wir eigentlich mal. Zack. Ich habe ihn wieder aufgeladen. So. Schon wieder aufgeladen. Da hinten steht einer, den wir angeschossen haben. Ah, da ist er. So, da war er. Was haben die jetzt das Licht angeschalten, die Schweine? Ach, verdammt. Schon verraten erstmal. Aber mal gucken, mal jetzt hier. So. Ein bisschen funktioniert es jetzt gerade. Auch nur ein bisschen. Ein bisschen heißt ja nicht ganz. Ach Mensch, ich habe dich doch gerade so schön gesehen. Weißt du, ich kann die Kalaschnikow nicht rausholen, so einfach mal auf der Distanz. Dann würde ich mich total verraten, wo ich stehe. Das geht gar nicht. So, und damit ist die Aufnahme jetzt auch erstmal wieder Folge 10 beendet. Wir bleiben jetzt mal hier so stehen. Ich hoffe, wir sterben jetzt nicht gleich nochmal danach. Also, Folge 11 und der Weg durch die Frontlinie. Bis gleich.